Der Plinfa-C-Day, der ist jetzt vorbei, also für mich zumindest. Es ist jetzt 15.11 Uhr auf meiner Uhr und für euch noch genügend Zeit, um die ganzen restlichen Plinfa zu analysieren, zu überlegen, was kann man da entwickeln, was macht Sinn, welches Pokémon, welches nicht so sehr und einen Shiny-Check zu machen, um da auch nochmal die IVs zu kontrollieren. Habe ich alles jetzt schon erledigt. Für mich war von Anfang an klar, es wird ein Event, so wie jedes andere C-Day eben auch. Kein besonderes Pokémon, eins für die Sammlung eben. Und da wollte ich ein normales, starkes entwickeln und das beste Shiny. Mehr nicht. Also mehr als diese beiden brauche ich auf keinen Fall, denn ich weiß, ich werde damit sowieso niemals spielen. Es ist wirklich nur gut für die Sammlung. Für jeden anderen, der jetzt hier mit Pokémon Go anfängt, für den ist das natürlich ein ultimatives, geiles Event. Denn es ist die beste Möglichkeit, um recht schnell an viele starke Wasser-Pokémon zu kommen. Dass man da zumindest erstmal eine Ausgangslage hat, um bei zukünftigen Raids auch dementsprechend mitkämpfen zu können. Und das ist eben so das Ding, also für diejenigen, die jetzt neu angefangen haben, dann denke ich noch an meine Zeit zurück. Wie cool war das erste C-Day bitte? Richtig, richtig genial. Aber wenn man eben alles schon hat, du hast ein Kyogre, du hast ein Hydropi oder was weiß ich noch, was es da noch alles gibt für starke Wasserangreifer, dann ist das Event heute, genau wie die letzten C-Days, auch nichts mehr so Besonderes. Leider. Habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen. Nun möchte ich aber auch nicht hier in dem Video die Rolle eines Demotivators einnehmen. Also ich musste mich selber heute motivieren, rauszugehen. Ich habe mir sogar ernsthaft überlegt, ob ich überhaupt rausgehe. Diese 3 Stunden überhaupt mitmache. Denn ich hätte rein theoretisch auch hier zu Hause einen Pokéstop erreichen können. Da ein Lockmodul rein. Ein bisschen Rauch auch an. Und da hätte ich 100 pro auch mindestens ein Shiny draus gezogen. Hätte mir gereicht für die Sammlung. Und das Stärkste hatte ich ja vorher sowieso schon. Also es gab ja genug Events, wo man Plinfa auch schon vorher hatte. Oder hätte bekommen können, da ein bisschen was tauschen und dann hatte man pünktlich zum C-Day-Start sowieso schon das beste Pokémon an der Seite, was man schon direkt hätte am Anfang entwickeln können. Und so habe ich es auch gemacht, also eins entwickelt, das beste normale und ein eben das beste Shiny und da war für mich das Ziel eben auch erreicht, deswegen bin ich auch recht schnell fertig. Und es hat sich aber trotzdem gelohnt rauszugehen, denn es macht schon Spaß, Plinfa aus den Feldforschungen zu bekommen. Und wisst ihr, was sie hier besser machen könnten? Ich finde, das ist meine persönliche Meinung, die könnten, wenn die schon die Quest haben, fange 3 Plinfa und du kriegst als Belohnung ein weiteres Plinfa. Das ist die geilste Quest in diesem C-Day, aber leider ist die mega seltene. Ich habe die, glaube ich, nur 14 Mal gefunden. 14 Mal! Und ich bin 3 Stunden mit dem Fahrrad in einem schon guten Tempo sämtliche Routen abgelaufen oder abgefahren. Und da waren nur 14 Mal die Quest drin. Ich habe keine Ahnung, wie viele Pokéstops ich gedreht habe. Vielleicht so 200 oder ist das schon zu viel? Übertreibe ich da? Ich weiß nicht. Man könnte hinkommen. Und ja, es ist halt, da könnten sie ruhig diese Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man auf diese Quest stößt. Denn wenn man da ein Shiny bekommt, ist es auf jeden Fall schon mal ein gutes. Und die Wahrscheinlichkeit ist ebenfalls erhöht, dass man da generell ein sehr starkes aus den Quests bekommt. Also da ist der Anreiz eben größer, nochmal draußen rumzulaufen und wirklich zu jagen. Denn das fehlt mir so ein bisschen. Das ist das, was ich momentan bemängel. Pokémon Go oder Niantic gibt halt dem Spieler, der schon sehr lange spielt, kaum Anreiz, sich hier rauszugehen. Und das ärgert mich so ein bisschen. Also ich will nicht, dass es jetzt in die Richtung geht, dass man jetzt nur die coolsten Pokémon aus Eiern bekommt. Und da denke ich sofort wieder an den Spieletrend. Also der macht ja immer coole Videos, ich finde es immer völlig faszinierend, wie der sich immer motiviert. Ja, gut, er bekommt Geld dafür und es ist eben sein Leben. Aber manchmal denke ich mir auch, Alter, hör doch mal bitte auf mit deinen ganzen Eiervideos, denn ich denke mir, der hat doch so eine Vorbildfunktion. Und es gibt so viele, wo ich auch in den Kommentaren von ihm lese, ich bin Level 30, ich habe nur angefangen, ich bin so, ich will auch. Ich meine, dem muss doch klar sein, dass diejenigen, die ihm zuschauen, die wollen doch das genauso machen wie er. Und wer in jedem, ich meine, er hat in jedem zweiten Video, brütet er da so 10, 20 Eier aus. Das ist doch klar, dass dann seine Fans das auch so haben wollen. Die eifern ihm doch nach. Das ist so schade, dass er müsste eigentlich in jedem Video sagen, du passt auf, es ist ziemlich dumm dafür Geld auszugeben, gerade weil in den Eiern sowieso nichts Cooles drin ist. Und der feiert das immer ab und cool und hier cool, da cool. Und das möchte ich überhaupt nicht. Weil gerade in Niantic diese Schiene fährt, man kriegt sowieso nur die coolsten Sachen aus den Eiern oder aus den Raids. Das sind Sachen, die Geld kosten und das muss man einfach auch ansprechen. Ich möchte nicht wissen, wie viele jugendliche Zuschauer da wirklich reingucken und dann denken, oh geil, mache ich auch so. Das ist aber irgendwie ein anderes Thema, darum geht's gar nicht. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass eben das der Trend ist, gefühlt für mich.
Und es fehlen neue coole Feldforschungen. Es fehlen Anreize, rauszugehen, wenn man schon Ewigkeiten spielt. Ich meine, jetzt Heatran. Heatran ist cool. Das ist für mich der momentan größte Anreiz, rauszugehen. Da auf Shinyjagd zu gehen. Ein gutes Abstauben. Und ja, das ist momentan meine Motivation. Also gar nicht mal das Wetter. Es ist nicht zu kalt, um draußen rauszugehen. Im Gegenteil, ich finde es ja sogar schon für diese Jahreszeit viel zu warm. Ich weiß noch, im letzten Jahr, da bin ich auch immer 2 Stunden am Tag, so ziemlich genau von 22 bis 12 Uhr oder eben bis 2 Uhr nachts rausgegangen und habe da meine normale Runde gedreht, um die Feldforschungen abzugrasen, weil ich damals eben noch nicht alle Shinies hatte und ich wollte eben haben. Da war meine Motivation geil. Draußen sind jetzt eh nicht so viele Menschen unterwegs, gerade auch zu der Uhrzeit, wo ich eben spielen wollte. Fand ich immer sehr angenehm. Schön eingemummelt, in die Winterjacke, Kapuze drüber. Fand ich schön. Und das habe ich eben heute nicht, weil jetzt denke ich mir, okay, ich habe jetzt ein Jahr lang dieselben Feldforschungen. Und warum sollte ich jetzt nochmal 2 Stunden rausgehen? Also, das ist, der Anreiz fehlt mir. Auch wenn wir neue Pokémon haben, aber diese neuen Pokémon, die gibt es eben halt auch noch nicht in Shiny. Die bieten keine Konkurrenz zu anderen Pokémon, die man schon hat. Also auch die sind erstmal nur für die Sammlung da. Außer sowas wie dann Praktibike, was man woraus bekommt? Richtig, aus Eiern oder aus Raids. Oder ein, wie ist das neue Drachen-Pokémon? Ich denke gerade nur an die Entwicklung. Maxax hieß das, glaube ich. Milza müsste es sein. Ein richtig cooles Pokémon. Habe ich damals bei Mystery Dungeon, war das mein Starter. Und ja, cool, hätte ich auch gerne, aber ich habe eben auch keine Lust, da jetzt zig Brutmaschinen auszugeben, nur um da eben das Pokémon zu haben. Und ja, ich finde es auch nicht cool, wenn dann so andere YouTuber das wirklich immer feiern. Hier, ich habe es jetzt aus dem Ei bekommen und da aus dem Ei und das nie ansprechen, dass das eben auch mal viel Geld kostet. Das wollte ich an der Stelle einfach mal gesagt haben. Ansonsten, der CD an sich, der kann natürlich trotzdem so beibehalten werden. Es ist einfach ein cooles Event. Immerhin können wir froh sein, dass wir überhaupt so ein Event haben. Aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass dann Pokémon Go mal wieder irgendwas anderes macht. Ich meine, jetzt soll ja auch bald wieder ein anderes Event kommen. Am 25. glaube ich, habe ich mal gelesen. Aber stimmt, keine Ahnung. Aber ich würde mich freuen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ich mal wieder wirklich neue Feldforschungen bekomme. Durch was auch immer. Ob es ein neues Event ist, ob es ein neuer Monat ist. Und selbst dieser Feldforschungsdurchbruch, wo jetzt Lapras drin ist, finde ich auch nicht so geil. Ich meine, wieso? Das ist genau wie bei Blumenkranz-Evoli. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mehrheit aller Spieler sich freut, dass da jetzt ein Lapras im Feldforschungsdurchbruch ist. Da habe ich sogar auch überlegt, ob ich nicht einfach das Questen gänzlich sein lasse, bis Lapras weg ist. Ja, so was ist es schon. Also momentan spiele ich so, dass ich am Tag einmal eine Feldforschung mache. Einmal eine Feldforschung. Wisst ihr, wie mies das ist? Das ist richtig, richtig schlecht. Und da erkenne ich mich gar nicht wieder. Aber es ist eben so. Es ist leider so. Nichtsdestotrotz, der heutige Tag war dennoch schön, weil ich endlich mal wieder draußen war für die 3 Stunden. Und das wünsche ich mir einfach wieder zurück, dass ich dann auch zukünftig wieder öfter rausgehe. Aber es gibt halt momentan nichts, wo ich sage, juhu, gehen wir doch mal 3 Stunden raus. Das ist eben der Punkt. Ansonsten hoffe ich, dass ihr heute auch viel Glück hattet. Ich hatte zumindest dahingehend Glück, dass ich nochmal nach dem eigentlichen C-Day habe ich einen Heatran-Raid noch gemacht. Und da waren 96er drin. Ist mir gar nicht erst so aufgefallen, weil bei den Starken wollte ich mir eigentlich mehr Mühe geben, dass ich da nicht unbedingt die gelben Beeren reinhaue, denn momentan fange ich die ausschließlich nur mit gelber Beere. Und der ist drin geblieben, Gott sei Dank. Bevor ich dann zu spät gecheckt hätte, ho, der ist ja gar nicht mal so ein schlechter. Habe ich gefangen, ist auch der einzige 96er, den ich überhaupt bisher gefangen habe. Finde ich cool, reicht mir auch schon, ich brauche keine 100er. Und damit bin ich auch schon zufrieden. Shiny habe ich auch schon, aber ich werde ihn trotzdem raiden. Da bin ich gespannt, was dann noch in Zukunft kommt. Und ja, ich hoffe, ihr hattet heute zumindest einen coolen Tag, dass ihr euch zumindest motivieren könnt. Und ich sage nochmal, ich fühle und denke auch mit euch und an diejenigen, die gerade neu anfangen. Für diejenigen, die neu anfangen, ist das heute natürlich ein Highlight gewesen, weil einfach wirklich viele, viele
ja, Wasser-Pokémon man sammeln konnte, um da zumindest schon mal einen Grundstein zu setzen, ne, dass man mitmischen kann. Und deswegen sind ja diese Seedays auch da. Aber damit soll es das erstmal für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Euch dann noch eine schöne Woche. Wir hören uns dann wieder, wenn es mal wieder ein neues Event gibt. Vielleicht mit einem neuen Shiny endlich mal wieder, wo wir auf die Jagd gehen können. Und ich bin übrigens richtig, richtig froh, dass das Pikachu endlich weg ist. Und dieses Wurmbill normal in der Wildnis anzutreffen ist. Das ist für mich jetzt nochmal eine Motivation rauszugehen. Und die sollen endlich aufhören mit diesen blöden Pikachus. Ey, wenn die beim nächsten Event wieder ein Pikachu raushauen mit wieder noch einer neuen Mütze, dann weiß ich auch nicht. Also mich hat es jetzt schon genervt, dass sich sämtliche Pikachus und auch die Damen hier Plex, dass man die auch immer noch nur einzeln verschicken kann. Das ist so mega nervig. Aber auch das ist ein anderes Thema. Ich sage nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Part. Und tschüss.